Bravo! Stefan Reichmuth, ein Monat noch genau bis zu den Olympischen Spielen in Tokio. Wie sind Sie parat? Ja, ich fühle mich sehr gut. Stetig aufwärts, also die Formkurve stimmt. Wir sind jetzt hier gerade in Willisau hart um trainieren und bin motiviert, ich bin voll bereit und freue mich auf die Olympischen Spiele. Wenn Sie jetzt so kurz vor dem grössten Wettkampf Ihrer bisherigen Karriere, an was arbeitet man hier noch in dieser kurzen Zeit, die bleibt? Ja, ich glaube, wir machen nicht viel anders. Wenn du mal jetzt 2019 war der letzte grosse Höhepunkt, die WM, wo ich die Bronzemedaille gewonnen habe. Und wir probieren wirklich, das ein bisschen zu übernehmen. Dort, was ein bisschen falsch gelaufen ist oder wo könnte man verbessern, haben wir jetzt verbessert. Und jetzt ist im letzten Monat ist viel kurze Training, aber sehr harte Training, dass man wirklich nochmal alles aus dem Körper rauskützelt. Jetzt eben ist die Vorbereitung ein bisschen zwungenermassen, daheim, Willisau, Andermatt die nächste Woche dann auch noch. Mit internationalen Sparringpartnern, die extra in die Schweiz gekommen sind. Ist das ein kleiner Nachteil, dass man nicht irgendwo im Ausland sein kann und dort mit den Besten trainieren? Ja, ich glaube, für jeden momentan die Situation mit Corona und so muss man auch Kompromisse eingehen. Wir müssen die Kompromisse eingehen, indem wir nicht dürfen, ins Ausland trainieren jetzt vor den Olympischen Spielen. Aber wir haben die bestmögliche Lösung jetzt hier in Willisau, wo wir jetzt starke Sparrings eingeflogen haben. Plus noch den Sammy Scherer habe ich noch hier Sparring, also habe ich hier die beste Gesellschaft zum Trainieren. Und ich glaube, wir machen das Beste daraus und bin voll motiviert. So habe ich mein Umfeld auch daheim. Ich habe mein Essen, das ich dran gewöhnt bin, und ich glaube, so werde ich auch so in Topform kommen. Ja, Nicolas Guita, es sind genau ein Monat bis zu den Olympischen Spielen. Stefan Reichmuth bereitet sich hier in Willisau vor. Warum diese Vorbereitung hier zu Hause? Ja, wir haben schon die letzte Vorbereitung, die große Vorbereitung in Russland gemacht. Stefan war alleine, weil ich habe nichts Visum bekommen. Ich weiß nicht, was schon passiert politisch oder ich weiß nicht, wegen der Situation Corona. Und jetzt, wir haben entschieden, wir haben versucht, in der letzten Zeit zu akklimatisieren im Ausland. Aber die Situation, was gibt es in der Welt, Corona und das, können wir nicht in Kasachstan, wo möchten wir machen die Akklimatisation. Und geht nicht. Jedes Land hat versucht zu abdecken, jedes seine Sportler. Und dann wegen des haben wir entschieden, diese Woche hier, bevor zum Schweizer Meisterschaft, eine Woche hier in Willisau und haben wir schon noch 10 Tage in Andermatt. Und wieder mit 2 Sparringpartnern von Ausland haben wir genommen und die Samuel Scherer ist dabei, auch in Japan als Sparringpartner. Und wir haben schon gesagt, wir haben gesprochen mit dem Verband, mit dem Olympischen Komitee, wir haben gesagt, ist besser zu Hause und dann zum Abdecken können wir ein Schutzkonzept machen für die Corona. Zum sicher keine etwas passieren, machen wir, was wir möchten. Die beste Vorbereitung hier zu Hause. Wegen des haben wir schon entschieden, hier in Willisau und in nächste Trainingslager in Andermatt zu machen. Ich